Hallo Joko, hallo Klaas. Heute werden eure handwerklichen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Ihr sollt im Sägewerk Brisch bei Berlin aus einem Baumstamm eine Essgarnitur zusammenzimmern. Bitte bringt euch passende Arbeitskleidung mit. Also, guck mal. Was denn? Was hast du im Karnevalsladen noch? Was sagst du, Kollege? Bist du auf der Walz? Das ist die traditionellste Handwerkerkleidung, die man tragen kann. Und als ich den Anruf bekommen habe, dass wir was Handwerkliches machen müssen, dachte ich mir so... Nein, das ist die traditionellste. Du, wer bist du denn? Tim Taylor von Tooltime, oder? Du siehst aus wie Amish People, die hier im Fluss getauft werden. Ich bin so stolz, dass ich das gefunden habe in meiner Größe überhaupt. Ja, bin ich auch stolz. Aber jetzt könnten wir vielleicht anfangen. Was müssen wir machen? Ihr baut einen Tisch mit einer mindestens 1x1 Meter großen Tischplatte und 4 mindestens 70 cm hohen Beinen. Außerdem 2 Stühle mit jeweils 4 Beinen, einer Sitzfläche und einer Lehne. Eure Aufgabe gilt nur dann als bestanden, wenn Tisch und Stühle einem Belastungstest von Steven im Studio standhalten. Ihr habt 3 Stunden Zeit. Baumfäller Ingmar erklärt euch alles Weitere. Ingmar, hast du die Bäume alle selber aus dem Wald geholt oder wie? Hier nicht, nee, die sind zum Beispiel aus dem Park Sanssouci aus Potsdam. Ach, wirklich? Guck mal, ich mache jetzt kein Geheimnis mehr daraus, ja, dass wir das gar nicht können. So, und was machen wir jetzt? Mein Plan wäre erstmal, das Holz so in handliche Stücke zu bekommen, sodass ihr das transportieren könnt. Und da wäre dann mal eben so eine Referenz hier. Ah, das heißt, wir müssen die Baumstämme in solche Scheiben schneiden und dann... Sozusagen, ja. Gut, und du? Da ist eine große Säge. Ja. Da sind die Stämme. Hier ist ein Gabelstapler. Okay. Ich kann Gabelstapler fahren. Ich kann gut dirigieren. Bitte. Komm, du gehst da drauf. Den hier. Nehmen wir direkt den ersten, der liegt hier so gut. Ja, der liegt da gut, ne? Ah. Sehr gut. Super. Stopp, stopp, stopp. Guck mal! Vergabestapler! Und schick, genau, super. So, jetzt. Hoch. Also, pass auf, ich mache die jetzt erstmal so, wie das muss. Oh. Jetzt rollt er weg. Ja, du lass mich doch jetzt erstmal mal. Warum immer nicht? Ich will erstmal einmal alle mal ausprobieren, um was ist ja okay, was passiert. Ich wollte ja nur dokumentieren, was passiert ist. Kann ja sein, dass du. Ah! Geil. Wie der da durchgeht, wie Butter. Jo! Okay, vorsichtig mit deinem Bauch. Zieh mal deinen Bauch ein, Digga. Was haben wir da so hin? So. Kann ich mir viel unterstellen, aber es ist nicht zu fein zum Arbeiten, der Mann. Also wir müssen jetzt folgendermaßen machen. Ja. Wir brauchen einen Tisch, der 1 Meter mal 1 Meter ist. Miss mal bitte, wie breit ein so Ding ist. Der hat so 33. Gehen wir mal im Schnitt von 33 aus. 33. Das ist ja super. Das ist gut. Das heißt, wir können 3 von denen nehmen. Dann machen wir von unten eine Plexiglasscheibe drauf. Von oben gießen wir Epoxidharz rein. Habe ich schon voll auf Pinterest gesehen. Sieht mega geil aus. Haben wir irgendwo einen Besen? Guck mal. Da kriegst du nämlich ein viel besseres Gefühl fürs Produkt. Oh, guck mal, wie schön. Komm mal beiseite hier, mein kleiner Racker. Jetzt mal ernsthaft, was? Ja, ernsthaft. Was machst du da? Also, ich wollte einfach nur mal sehen, wie es aussieht, weil es mich privat interessiert hat. Es tut mir leid. Dann lass uns das jetzt zusägen. Kannst du mal die Motorsäge anschmeißen? Wollt ihr jetzt mit der Säge arbeiten? Mal sehen. Ja, Arbeitsschutz sieht uns alle an. Wenn du mit der Kettensäge arbeitest, musst du eine Schnittschutzhose überziehen. So. Und mit so einer Hose kann man sich also nicht mehr das Bein abschneiden? Also das eine verspreche ich dir, Klaas. Solltest du dir mit der Kettensäge jetzt live on camera ein Bein absägen, würde ich mir danach mit dem Ball den Arm abhacken. Cool. Wie geht das? Einfach anziehen? Jo.
Boah, das hat aber geil, ey. Was kann ich noch kaputt sehen? Die fertigen Dinger hier rüber? Warum ist der länger? Was hast du denn da ausgemessen? Nee, hier, warte. Die sind alle drei unterschiedlich. Ich habe genau an der Kante gemacht. Nee, warte mal. Du hast Scheiße. Hinter dir. Guck mal. Hier, Precision. So, wir brauchen drei gleiche. Haben wir nicht. Wir haben zwei gleiche und zwei gleiche. Wie kann denn das passieren? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich bin am schweren Gerät, am Machen. Ich habe die. Pass auf, jetzt kommt der Moment. Ist auch höher. 3 mal 2. Hä, wieso? Ich habe alles richtig gemacht. Wir hatten nur 2,5 Meter. So. Jetzt da noch einen dran. Ja, aber der sieht doch kacke aus. Ist doch egal, jetzt mach doch wieder da einfach ein Brett. Was hast du denn davon? Weil ich jetzt keinen Bock habe, wegen sowas zu verlieren, weißt du? Nur weil wir dann zu faul sind, dann ein fünftes Brett dran zu machen. So kann man einen Tisch machen. Ist doch wie. Ja, mach ein paar Schrauben dran, fertig. Ja, dann bitte. Wir brauchen sowas wie Latten, dass wir die miteinander verbinden können hier. You had one job. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, ich auch. Jetzt haben wir Latten, ne? Jetzt haben wir Latten. Klaas, bitte ganz kurz. Was? Ich will es einigermaßen auch schön haben. Warum? Wir haben keine Zeit. Interessiert ihn nicht, okay. Ich sage es, wie es okay, ist. Wir brauchen wie viele Beine für den Tisch? 4. Nee, das haben die nicht gesagt. 4 Beine. Und wie hoch muss der sein? Haben die was gesagt, wie hoch der Tisch sein muss? Nein. 70 Zentimeter. Doch. Okay. Also ich habe in der Zwischenzeit eine Tischplatte gemacht. Ja, ist okay. Nicht schlecht, ne? Ja. Kann verpackt werden und an den Kunden verschickt. Alle. Das ist alles. Du schneidest dir irgendwas ab. Das ist wirklich, das ist so dieses Absolut. Ich höre dich nicht. Es ist alles falsch, was du machst. Nee, so geht das wirklich nicht. Nee, das machst du jetzt nicht. Das liegt auf der Ecke. Siehst du das? Ich schneide hier. Nicht da. Da wird ja nur ein Idiot sehen. Das Ganze. Das hier, dieses letzte Stück, das ist die gefährliche Scheiße, die du machst. Super gefährlich. Ich will das jetzt nicht noch zweimal machen. Du kommst ja immer näher an mich ran. Ich habe schon Angst zu Hause bei der Parmesanreibe. Und jetzt kommst du mit so einem. Ich halte da fest, ich vertraue dir. Ich kann das nicht. So. Du auch nicht. Mit jedem Mal werde ich besser. Wir kriegen eine Anzeige. Wegen verantwortungslosem Verhalten. Okay, was ist der Alternativvorschlag? A, haben wir keine Zeit und B, müssen wir fertig werden. Ich hau die jetzt mit der Axt durch, in der Mitte. Hast du deine Tischbeine? Hinstellen. Wir haben Tisch gebaut. Jetzt folgendes, wir brauchen einen Stuhl, Rücken, Fuß in einem. Wir sägen hier auf 70 ein Brett dran und dann zwei Füße unten drunter. You know what I mean? Mm-mm. Wir müssen eigentlich zwei Stücke aus dem Brett noch raussägen. Ja? Ja. Kurz, so, dass man drauf sitzen kann. Dran schrauben von hinten, dass es dann hier dran raussteht. Vorne zwei Beine runter und da unten müssen wir eigentlich nur ein kleines Dreieck rausschlagen. Und dann haben wir jetzt zwei Stuhlbeine vorne, zwei Stuhlbeine hinten. Das stimmt. Ja. Achtung, Säge, Mann, Marsch! Zwei Rückenteile. Jetzt nimmst du dir die Rückenteile und schraubst schon mal auf einer Höhe, die zu definieren ist. Soll ich die mal definieren, oder? Die Dinger dran. Zur Unterstützung jetzt. Das sieht man ja nicht, das ist ja von unten. Give it up, give it up. You know what's on my mind. Give it up.
Geht das? Problematisch. Hau das dahin, Klausi? Ja, ja. Alles gut. Ja, die war gut. Grande. One hand. Scheiße! Aus Versehen Stuhl falsch rum zusammengebaut. Nein, ich verstehe. Oh, du bist so blöd, Alter. Ja, hilf mir mal jetzt, komm. Halt das mal fester. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten noch. Nee. Ja. Andere Richtung. Boah, das ist aber krass, ey. Das ist ein Holzproblem. Ja, komm, das geht so. Klar. Wollen wir noch so ein Herzchen mit J und mit K? Das ist wie bei den 7 Zwergen. Meine Hälfte. Zeit ist vorbei. Ja, ich sitze auf einem Stuhl offenbar. Guck mal. Der ist durch seine Instabilität super stabil. Ja, also er steht, aber da sieht schief aus. Und ich merke auch, es ist schon nicht so solide, wie es sein müsste. Diesen Tisch, ich möchte, dass wir den, wenn der in der Sendung überlebt, möchte ich, dass wir den behalten. Ich will den nicht. Also, wir übergeben jetzt ins Studio zu, wie heißt dieser blonde Dicke? Steven Hensler. Aha. Also, ey, das wie heißt der blonde Dicke Steven Hensler? Willst du das noch mal ganz kurz wiederholen? Nee, möchte ich nicht wiederholen. Nee, okay. Nee, ich dachte, war nur ein Witz. Hat nur Witz gemacht. Also, ich muss schon mal sagen, du hast nur einen Witz gemacht. Also, ein Riesenkompliment. Aber das ist ja nur ein Teil dieser Aufgabe. Sie gilt ja erst als bestanden und es gibt auch erst einen Vorteil, wenn ihr den Belastungstest übersteht. Klaas, ich gebe dir einmal ganz kurz diesen Hammer, weil ProSieben sich Folgendes ausgedacht hat für den Belastungstest und ich lege das jetzt mal ganz genau vor. Joko und Klaas müssen gleich mit einem Hammer 3 Nägel, warte mal, die habe ich hier in der Hose, so, die gebe ich dir, an den markierten Stellen in der Tischplatte versenken. Ihr seht hier 3 rote Punkte. Versenken heißt, dass der Nagelkopf eben ist mit der Tischplatte. Anschließend sollen, falls das klappt, beide 15 Sekunden auf ihren selbstgezimmerten Stühlchen Platz nehmen. Und zwar ohne, dass eure Füße den Boden berühren. Verstanden? Also, du bohrst schon mal rein. Ja, aber du musst ja nicht alle 3 jetzt schon rein. Ist das okay? Gut. Lass ihn doch machen, wie er meint. Ja, ist ja gut, ist euer Tisch. Er hat den Tisch gebaut, er wird ja wohl wissen, was, wie man das machen muss mit dem. Danke. Ich würde auch mit. Und du schlägst die Nägel rein? Du? Ja. Gut, Klaas, der erste Nagel. Alle 3 müssen... Mit einem Schlag? Nee. Nein. Ich kann das so ganz klein. Du kannst auch gerne mit einem Schlag machen. Guck mal, was da alles runterkommt unten. Yes! Sehr gut! Erster versenkt. Gar kein Problem. So, ich nehme den mal weg. Ja, oder? War vielleicht fast schon. Danke. Machst du alle 3? Ja. Okay. Sehr gut! Und der dritte und letzte. Hast du gesehen? Das Vertrauen. Ja. Das ist ein super geiler Tisch. Ja. Ja, ihr könnt ja so viel sabbeln, wie ihr wollt. Noch habt ihr diese Aufgabe nicht bestanden. Aber toll. Also erstmal Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst, ne? Wir müssen uns auf den Stuhl setzen. Genau, ihr geht zu eurem Stuhl. Und ihr müsst euch, nee, noch nicht hinsetzen. Klaas, komm mal hier auf diese Seite. Also das heißt, ihr setzt euch hin
Auf mein Kommando müsst ihr die Füße anheben. Weil das Ding ist, pass auf. Und der Stuhl muss 15 Sekunden halten. Ja, ja, okay, alles klar. Gut, ja. Seid ihr bereit? Also haltet erstmal die Kraft in den Oberschenkel, bevor ihr die Stühle belastet. Klar, wenn das Ding hält, möchte ich mit dir ein Haus bauen. Und eure Zeit. Wirklich? Ja? Mann, ernst. Wollen wir das machen? Ja. Joko und Klaas bauen ein Haus? Joko und Klaas bauen ein Haus. Wenn das Ding hält. Joko und Klaas bauen ein Haus und ich zieh ein. Du ziehst ein? Du ziehst ein? Was hat er gesagt? Du ziehst ein. Ich hab das, Hand drauf. Nee, ich hab, nein. Hand drauf. Ich hab das gedacht. Wenn wir ein ganzes hab ich's gedacht. Moment. Okay. Wir beide bauen ein Haus und du ziehst ein. Für wie lange denn? Pass auf, einen Tag. Eine Nacht, einen Tag. Und wenn wir bauen ein Haus mit allem, was man braucht. Für ein aber Haus. Mit Zement, mit Mörtel, mit Steinen, mit Dachziegeln, mit Richtfest. Ja. Oh, da kommt es. Es wird alles gemacht, was gemacht wird. Wir haben, wie groß ist das Haus? Wir haben alles, also, was man braucht zum Haus bauen. Wir bauen einfach ein Haus. Es kann ein Jahr dauern. Okay. Und du musst einen Tag, eine Nacht darin wohnen. Okay. Hand drauf. Mega. So, aber jetzt möchte ich erstmal diese Runde überstehen, bevor ihr an ein Haus denkt. Ihr könnt ja noch nicht mal. Nein, aber siehst du mal, also, wie zuversichtlich. Wenn ihr die Füße anhebt, startet die Zeit. 15 Sekunden muss das halten, wann immer ihr wollt. Joko sitzt, Klaas setzt sich und Füße hoch. Joko sind oben, Klaas ebenfalls. Zeit läuft. Oh! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Yes! Wir bauen ein Haus! Wir bauen ein Haus! Gibt es ein? Das hätte ich nicht erwartet. Ey, wie geil ist das? Es ist nicht wichtig. Das muss ich tatsächlich, das habe ich von dir gelernt, Klaas. Es ist nicht wichtig, wie gut etwas aussieht. Es muss einfach nur funktionieren. Meine Damen und Herren, zu Hause, wir gucken uns unsere Grafik an und sehen, ein weiterer Vorteil wandert auf das Konto von Joko und Klaas, der Zweite. Herzlichen Glückwunsch. Also wirklich gut gebaut, alles gehalten. Ich freue mich auf also mein neues Haus. Vielleicht ein offizieller Aufruf. Wir suchen ein Grundstück für das Haus von Steven. Wir suchen also ein Grundstück. Warum sage ich wir? Ihr sucht ein Grundstück. This is my quest to follow that star.